Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist nun nach ewig gefühlt Ewigkeiten für euch, kommen die drei Videos hintereinander weg. Endlich mal Zeit dafür, den dritten Teil abzudrehen von dem Paket von der Lieben bis Fruchteis. Ja, was soll ich sagen? Schäm, 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 Christina. Ich weiß, viel zu lange hat es gedauert. Immer kam was anderes noch dazwischen und hier und da und dort. Und es liegt noch mehr hier rum, was abgefilmt werden möchte. Aber es geht halt gerade nicht anders. I'm so sorry. Aber ich habe auch keine Lust gehabt, den ersten und den zweiten Teil hochzuladen und Wochen später den dritten Teil. So, deswegen kommt das jetzt zack hintereinander weg. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir starten. Ich zeige euch nochmal. Hier ist nämlich noch... Wir haben ja schon einiges geschafft, aber hier ist immer noch was drin. Ich habe auch immer noch nicht reingeguckt. Ich möchte das mit euch zusammen machen. Ja, und ich fange hier einfach mal an und lege da den ganzen Spaß hier hin. Super, jetzt fällt er mir schon auseinander. Ah, eine Vorwarnung. Hätte gut getan. Christina. Wow. Oh Gott, Moment. Ist nämlich gerade alles ausgeputzelt. Ach, so ein Mist. Ja, schön. Das ist kreativ in den Frühling Motivkartons. Sind die das von Aldi oder Lidl? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind hier viele Reste dabei und Streifen und schöne Muster. Und ja, auf jeden Fall kann ich damit was anfangen. Irgendwas, oh Gott, wird mir dazu schon einfallen. Das steht fest, es ist Papier. Ach Mensch. So, genau. Das ist der Block. Ich schalte euch mal die Muster schnell hier rein. Mein Durcheinander. Schon 2 Minuten rum und das Chaos ist perfekt. Mal gucken, ob man das ja jetzt alles so halbwegs hier reinlegen kann. Dann, da freue ich mich. Den habe ich nämlich auch schon, ich glaube, 2-mal. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich freue mich. Der Sweet Dreams. Vom Action. Ich meine, durchblättern muss ich den jetzt nicht großartig. Ihr kennt den schon. Die meisten zumindest. Und man sieht ja hier auch sehr gut. Die Muster. So, was haben wir hier noch? Oh Gott. Oh, nochmal sowas. Motivblock Weihnachten inklusive Bastelanleitung. Okay, also ich halte euch das jetzt mal. Bestimmt auch sowas von Lidl, Aldi oder sowas. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich freue mich drüber. Oh ja. Guck mal hier. Süß, nicht? Ach Gott. Ach Mann, das muss man ja streicheln. Das muss man erst vorher streicheln. Ja, lauter viele hübsche Papiere. Und hier ist noch fester Karton. Wunderbar. Freue ich mich. Das wird was werden. Oh, ja, ich kann es eigentlich auch so hinlegen. Dann haben wir hier noch mehr. Oh, 30x30 Blöcke. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Weiß nicht, wie alt er ist. Ich sag mal so, ich habe erst 2 Weihnachtssaisons bei Action mitgemacht. Ja, den kenne ich noch nicht. Nicey, nicey, nicey. Oh ja. Oh ja, der ist... Oh ja. Entschuldigt, wenn ich so ein bisschen schnell mache. Vielleicht kennt der ein oder andere. Wer nochmal Sachen genauer sehen will, der kann gerne drunter schreiben. Hier, zeig mal den Vintage Christmas mit Mix and Quatsch, Match and Mixi, Muxi vom Action nochmal. Dann wird sich da ein Weg finden, das alles hier nochmal irgendwie genauer zu betrachten, wie ihr Lust habt. Dann ist hier ein Mix and Match Party Inspiration. Der scheint auch älter zu sein. Das kenne ich überhaupt nicht. Ich werde auch wieder nicht groß durchblättern. Ihr seht die musterungenen, farbenen. Und ich mache bloß mal so einen Sneak Peek hier. Ja, guck mal. Den kenne ich gar nicht. Und so eine Farbkombi ist doch mal was ganz was anderes. Na, sehr geil. Schön. Diese Worte. Komm, rutsch mal rüber. Ich glaube, ich muss das hier enger bauen. Ei, ei, ei. Liebe Christina, was hast du hier nur eingepackt alles?
Urban Style, den kenne ich auch noch nicht, bis auf das. Das ist, ich glaube, in so einem Travel oder irgendwo schon mal drin, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Oh Gott, lila Schlüssel. Ja, ich halte euch das auch noch mal hier rein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, guckt mal. Natürlich weiß ich auch, dass die Blöcke nicht mehr vollständig sind. Das ist aber auch überhaupt kein Problem für mich. Ach, herrlich. Wunderbar. Ich bin ja froh, dass die liebe Christina mir das zugeschickt hat. Schaut mal auf ihrem Kanal vorbei, falls ihr den noch nicht kennt. Lustiges Persönchen, wirklich eine ganz herzliche, lustige Person. Ich mag sie, ich könnte mich zu schießen. So, dann All-Time-Favorites, auch von Craft Sensation. Kenne ich auch nicht, denke mal auch aus dem Action. Manchmal gibt es sie ja auch noch bei uns, bei Woolworth. Ich habe keine Ahnung. Und Craft Sensation habe ich auch bei McGuides schon gesehen. Aber wie gesagt, den kenne ich auch 0,0 gar nichts. Der ist hier so in lila unterteilt, blau und grün und Erdtöne, so wie ich das hier einschätze. Wir schauen mal ganz schnell rein. Ja. Ach, hübschi. Hübschi, 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 hübschi. Wunderbar. So. Ja, das war's mit. Das war mal Gott sei Dank, weil ich, mein Platz ist zu Ende. Mit den 30x30 Blöcken. Und hier gibt es nochmal Motivkarton. Das scheint vom Teddy zu sein. Ja, vom Teddy. Okay. Da sieht man die. Oh, super. Ach, das ist raus, hat sie rausgestrichen, was schon alle ist. Na, das ist ja auch nice. So bunt und. Kann man das ein bisschen erkennen? Nein, nicht. Ja, wieder super. Ja, ich lasse das jetzt mal zu. Schiebe das mal mit zu denen hier. Ja. Alle ein bisschen rutschen hier. So. Mit was machen wir denn hier weiter? Dann hat sie Poster Arts eingepackt. Die sind auch vom Action. Da mache ich auch nur mal so. Ja, verzeiht, aber sonst sitzt ihr hier stundenlang mit mir dran. Best things in life are free, das stimmt. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Angucken. Ne, das muss ich dann mal in Ruhe machen. Das ist sehr, sehr nice. Da hat man auch mal Kartenauflege oder was für ein Album zum drauf. Fürs Cover. Entschuldigung, Knoten in der Zunge. Hat sie mir auch durchgestrichen, was nicht mehr da ist. Das ist auch schön, das ist gut. Be a flamingo in a flock of Pigeons, Pigeons. Ach, ist ja völlig Bums, aber das ist mein Papier. Ja, das ist mein Papier. Das, weil es nicht mehr da ist, aber gar nicht schlimm. Ich freue mich. Psst. Bekloppt, aber das ist mir egal. So, was haben wir? Größentechnisch. Leute, es wird nicht weniger und nicht besser. Also weniger schon irgendwann, aber wow, voll crazy. Und was haben wir denn hier? Da haben wir den Lux Paper Block. Ich glaube, den kenne ich noch nicht. Der scheint etwas älter zu sein. Ja, das sind hier auch noch anders angeordnet. Ich halte euch das auch mal so Pi mal Daumen ins Bild. Ich finde es cool, dass sie mir das echt angestrichen hat. Hast du dir mal die Mühe gemacht extra dafür, Christina, oder hast du das einfach mal so schon für dich gemacht, du kleiner Wani? Ja, wunderbar, Miss You. War das hier ein Hochzeitsding? Das könnte ich ja vielleicht mal gebrauchen. Ja, wunderbar. Das ist gut. Ja, schön. Ich freue mich. Wo lege ich hin? Supi, supi. Ganz wenig Platz ich haben tu. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, ich werde nicht alles in ein Bild, ins Bild kriegen. Aber auch nicht so schlimm. Wir machen hier dann ein schickes Thumbnail. Ach, jetzt ist auch noch mal drauf geschrieben. Ach, das ist ja völlig bunt. Ach, Flamingos. Na, nee, den kenne ich auch noch nicht. Hier, meine Seite. Entschuldigt. Verschluckt. Ja, na, natürlich, meins, ne?
Das sind Flamingos drin. Was soll ich sagen? I love it. Achso, ich habe es vielleicht nochmal. Kann man das ein bisschen hier erkennen? In der Kamera sieht es immer so winzig aus. Ich hoffe, ihr könnt das auf den Monitoren etwas besser erkennen. Ach, den Klemm habe ich einmal oder? Ah, hier fehlt alle. Er ist ja völlig bums, mir völlig wurscht. Oh. Ist ja nicht so, dass man den mit Stickern und Vellum und dem anderen Papier auch werkeln kann. Ja, das war drin. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so wichtig. Süßer Block. Auch vom Action. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Was haben wir jetzt? Jetzt nehmen wir uns mal die 30x30 vor. Den kenne ich auch nicht. Der ist sehr freundlich. Scheint auch schon ein älteres Modell zu sein. Wir schweben mal schnell hier durch. Punktestreifen, schönes Gewirr. Das ist schön für Basics, finde ich. Oder? Sehe ich das falsch? Ich glaube nicht. Ja, es wird ja eh nicht weniger. Eine kleine Vani hat eingepackt. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein 3D Pearl Paint rausgehupft. Hausgehupft. Und hier ist noch was. Ein kleiner Weihnachtsmann ist lost. Jetzt. Naja, passiert nicht. Das war ja große Kiste, habe ich euch ja von Anfang an gesagt. Der ist vom Teddy. Den habe ich mir auch gekauft. Den habe ich aber gestreichelt, weil der ist irgendwie so schön. Irgendwie strange, schön, niedlich. Ja. Findet auf alle Fälle Verwendung. Keine Angst. Und den habe ich auch. Ah, cool. Ja, schön. Da habe ich ihn nochmal. Schön, 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 schön. Ich weiß, der ist nicht mehr vollständig. Das ist gar nicht schlimm. Ich habe den aber auch. Ja, ja, ja. Habe auch sogar schon damit gebastelt. Nee, nur gestreichelt. Stellt euch vor. So, was haben wir hier noch? Das kenne ich auch. Das ist, sind die, diese Kartenblöcke. Auch, denke ich, vom Action Deco Time. Ach, na kommt der Mädels. Ich drehe das mal hier rum. Ach, ist doch schön. Guck mal. Mädels und Jungs. Wir wollen ja die Jungs nicht ausschließen. Ne? So. Puh, Christina. Vani, oh ja, cool, die Vellum-Quote-Blöcke, ja. Die blätter ich natürlich jetzt auch nicht durch, aber die kennen wir, die sind auch vom Action sehr geil, nehme ich gern an. Super. Oh, und das hat sie mir hier noch eingepackt. Oh, das ist ja toll. Guck mal, den Kids Kreativ 80 Blatt, 160 Gramm. Pastell und Kraft. Sehr schön. Super. Ich glaube, ich muss langsam auch mal umschwenken. Ich arbeite ja alle Weile immer. Wo habe ich sie denn jetzt hingestartet? Ja, irgendwo in den Untiefen meines Planeten. Ihr wisst ja, ich arbeite immer mit diesen A5 Cardstock. Boah, ja, weg ist er gerade. Auch aus dem Action, aber jo. Top. Top, toppi, top, top, top. Toppi, top, top, toppeldi, top, top, top. Oh mein Gott, was lacht mich da an? A Frenchie Bully. Oh Gott. Das muss ich ja streicheln und die tapsen und so süß und hier und. Ah, ja, ja. Oh, entschuldigt. Ich hab gerade mehr auf mich und das Papier geguckt, anstatt wie ich es in die Kamera halte. Ja, schöner, fröhlicher Papierblock. Von wo ist der denn, Himmel? Du Crafts. Okay, cool. Ja, der ist süß. Der ist very süß. Was hat sie hier noch? Noch mehr. A5. Cardboard Pattern. Auch vom Action. Da hat es aber aussortiert. Oh. Und mein Schrank platzt dann bestimmt gleich, wenn ich alles eingeräumt habe. Das sind die Musterungen. Ah, hier geht's weiter. Den kenne ich auch nicht. Das sind alles bestimmt ältere als Action hier in
unserem Lande und Gefilde noch nicht vorhanden war. Der sieht nach Weihnachten, oh ja, Weihnachten aus. Weihnachten mit Rosa und ja, einfach mal anders halt, ne? Subi, freue ich mich. So, oh ja, den kenne ich, den habe ich, der ist vom Teddy, den habe ich auch. Das ist aber, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Die sind auch schön, die kann man auch vor Alben nehmen und das Papier ist hier ganz anders, nicht rau, das ist glatt. Wunderbar. Den kenne ich auch. Auch vom Action. Ja, ich humpel mal immer so ein bisschen schnell durch. Ja, wunderbar. Mhm, Papier kann man nie zu viel haben. Und ich habe jetzt eindeutig viel Papier. Oh, der ist auch interessant. Der ist auch älter. Den kenne ich auch überhaupt nicht. Wow. Aber es gab ja vorletzte Saison auch so Farben, wo der gut reinpasst, farbtechnisch. Ja, cooli, cooli, cooli. Oh, schön. Schön, schön, schön. Und jetzt reicht der Platz nicht aus. Aber das ist nicht so schlimm. Noch mehr Weihnachten. Mensch, hast du zugeschlagen bei Weihnachten. In Grün- und Rottönen. Ach Gott. Ja, wunderbar. Ach Gott, das ist ja auch schön. Guck mal. Oh, ich weiß, ich wackel übers viel zu sehr. Es tut mir leid. Ah, wunderbar. Ich freue mich gerade. Gott, Papier. Ich könnte im Papier baden und schwimmen. Ich muss anbauen. Nachbarn, ich komme zum Durchbruch. Ich mache meine 5-Raum-Wohnung draus. Das ist ja auch schön. Den kenne ich auch überhaupt nicht. Das scheint wirklich echt. Gott, guck mal. Cool. Ich freue mich, dass hier auch definitiv dabei Papier dabei ist, was ich nicht kenne und was mir auch auf Anhieb gefällt. Ja. Oh mein Gott. Wann soll ich das verbasteln? Naja, ist egal. Ich lebe ja hoffentlich noch eine Weile. Entschuldigung. Blöder Witz gerade zur Zeit. Aber was soll man machen? Schwarzer Humor. He is with me. Den kenne ich auch überhaupt keinen Meter. Aber diese Mint-Braun-Kombination oder Anthrazit oder wie man das auch nennen mag, gefällt mir sehr gut. Ja, ich kann schwimmen im Papier. Yay! Wer macht mit? Wer kann das auch? Ich glaube, kann hier. Ich muss euch zubauen. I'm so sorry. Ich glaube, du musst einfach hier drauf, Hase. Da wird schon denken, hat die Hase zu mir gesagt. Ich bin ein Flamingo. Ja, bist du. So, es geht nämlich weiter. Wie sagt Knuddelzombie immer, heiter geht's weiter. Ich könnte mir den Spruch gerade so reinziehen. Ja, hier, den kenne ich auch nicht. Auch schon ein älteres Modell. Mir gefällt das, dass so viele Seiten mit Glitzi dabei ist. Das gefällt mir gut. Das kann man sogar für Ostern nehmen. Guck mal, das ist doch toll. Ich freue mich. So. Auch eine sehr schöne, freundliche Oster-Frühlings-Farbkombination meines Erachtens. Den kenne ich auch überhaupt nicht. Leute, ich hörsche hier mal bloß mal schnell durch. Es scheint auch hier immer sehr viel noch vollständig zu sein. Die Christina hat die wohl ganz lieb immer gestreichelt, damit sie jetzt zu mir kommen durften. Ach ja, herrlich schön. Auch diesen kenne ich nicht. Der ist weihnachtlich angehaucht. Kann das nicht? Ja. Sehr schön. Ist strukturiert gerade gewesen. Ja. Glitzi geht immer. Glitzer kann immer. Wisst ihr ja. Ich und meine Glitzersteine. So, das, oh, ja, habe ich noch was, ist noch was zur Seite gerutscht bei den kleinen Teilen.
Filzstandteile zum Aufkleben. Ja, was ist das denn Cooles? Blumenranken, Schleife. Wunderbar. Wunderbar, ja, das kommt ja so dazwischen durch aufgetaucht. Und hier ist noch ein, kommt noch ein Stempel angerollt. Was ist hier denn drauf? Könnt ihr das erkennen? Habe ich gar kein Bild drauf. Muss schon mal stempeln. Ach, sieht aus wie Luftballons. Ja. Oh, man sollte vielleicht Licht. Fokus. Ja, jetzt. Luftballons und ein Clown oder sowas. Na, ich muss nur stempeln. So, jetzt, was hat sie? Oh, jetzt hat sie hier. Jetzt werden die Blöcke kleiner. Ja, aber es wird noch nicht. Also doch, es wird weniger, aber es ist noch ein bisschen was da. Vivigade Origami-Papier. Na gut, das muss man ja nicht zum Origami-Falten nehmen. Das scheinen verschiedene holzfarbene Papiere zu sein. Ich glaube, da kann sich dumm und dusselig basteln. Ganz ehrlich. Ich hätte gern mehr Zeit. Brauchen ja Auszeit, ich muss Papier verbasteln. Ja, guck mal hier. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Was ganz was anderes. Komm, geh rein. Musst du nicht draußen rumhüpfen. Das muss nett sein. Ja. Wunderbar. Was soll ich sagen? Wo soll ich das hin tun? So, es geht hier weiter. Ja, dann haben wir einen Designblock, der ist auch vom Teddy. Den kenne ich auch nicht. Weihnachtlich angehaucht. So ein bisschen Oldschool-Touch. Ja, das sind die Motive. 15x15 Papier. Oh Gott. Fällt leider alles auseinander hier. Ein Paperpack. Weihnachten. Traditional Christmas. Yvonne Creations sagt mir gar nichts. Ach, sehr interessantes Papier, muss ich mal wirklich sagen. Ja, Weihnachten kann kommen. Hab ich ja gesagt. Geht los hier. Bin ausgerüstet. 15 Design-Sheets, Winterweihnachten. Achso, der ist available in 6 Colors und wir haben Sky Blue. Ah, okay. Ja, also wirklich, Winterweihnachten kann kommen. Design-Sheets, von was ist das? Classic Edition? Nee, Winter Edition. Card Deco. Sagt mir gar nichts. Aha, da sind auch verschiedene available verfügbar gewesen. Und wir haben hier die Brauntöne. Aha, sehr interessant. Kenne ich wirklich null. Was haben wir hier? Aha, wir haben hier auch die Brauntöne. Ach Gott, guck mal. Fische, Hasen, Schmetterlinge, Katzen, Pfötchen. Der ist geil. Perfect for me. We love animals. Was hat sie hier noch? Oh Gott. Doodle Folding Paper. Ah, oh, krass, ja. Oh, was zum Kürrewerden im Kopf. Aber das ist ja völlig Bums. Das kann man ja verwenden und machen, wie man will, ne? Ich muss das alles hier mal ein bisschen in Form halten. Oh Gott, was hat sie denn hier eingepackt? Winter Wonderland Precious Mark. Rieke, Precious, Knoten in der Zunge. Das ist alles so in den Tönen. Und was man noch so, 24 Blatt. Ja, ich hole die jetzt mal aber nicht raus. Ne? Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Auf jeden Fall wieder Winter-Weihnachtspapier. Sehr schön. Oh, jetzt kommt was für den Herbst. Das kenne ich auch gar nicht. Schätzungsweise bestimmt auch vom Action. Ja, wie gesagt, hier kann ich mit Blöde basteln. Sehr schön. Also ich habe wirklich
Ich habe angefangen mit ein bisschen Fimo rumtüdeln und ein bisschen Perlengedönsel, bis ich ganz schnell zum Papier gekommen bin. Und jetzt nimmt das Papier definitiv überhand. Mag ich, liebe ich. Ich mache auch noch andere Sachen. Für mich so in meiner Traumwelt komme ich aber gerade eher selten dazu. Und wenn, dann fröne ich jetzt alle Weile gerade meiner Papierleidenschaft. Und wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, den ATCs. Ja, ich kann es da einfach nicht lassen. Dann hat sie. Oh. Entweder sind die älter. Oder, ja, die sind doch. Ja, die sind älter. Aber es gab doch auch schon mal solche. Jetzt kürzlich, sage ich es mal. Ja. Ich gehe jetzt nicht alles so genau durch. Wir hauen mal schnell hier rein. Das wäre, denke ich mal, auch vom Action. Kenne ich nicht. Ebenso wie den. Ohne metallisches irgendwas. Ach, mit Süßigkeiten. Ach, herrlich. Ja, so Craft-Papier halt. Ne? Oh, jetzt kippt es hier. Jetzt kippt die Stimmung. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. In goldlila foliert. Oh, eine Ananas. Erdbeere, ja, Zitrone. Ja, wunderbar. Schwalbin. Ach, herrlich. Und mit der mit Blau. Silber. Ja, ne? Zerföhn, zerföhn, zerföhn. Ich glaube, ich kriege einen Föhn. Einen Papierföhn. So, was hat sie hier noch? Endless Love. Kenne ich auch nicht. Ich wäre verrückt. Christina, Christina, ja. Oh ja, sehr schön. Gefällt mir alles gut. Na, da kann man doch nicht dran vorbeigehen an dem ganzen Papier. Ah, davon gibt es einen 15x15 Block schuldigt. Ah, den kannte ich nicht. Nein, herrlich, jawohl. Kennen wir bloß die langen Versionen. Sehr geil. Charming Roses kenne ich auch null. Was soll ich sagen? I'm verliebt. Bin noch nicht fertig. Ich habe noch ein bisschen was. Oh mein Gott, hier sieht's aus. Joy and Happiness. Und wir gucken uns schon 27 Minuten lang Papier an. Ei, ist das irre. Aber okay, ihr könnt ja auch spulen oder wegschalten. Ist alles nicht so schlimm. Vintage Love, sehr schön, kenne ich auch nicht. Ja, das war ein bisschen zu schnell durchgeblättert. Also, sagen wir mal, gut hier. Oh, sehr schön. Das gefällt mir. Oh. So, oh mein Gott. Ja, den kennen wir. Rose Garden. Sehr schöner Plan. Da braucht man nicht weiter diskutieren. Den kenne ich auch. Den habe ich auch einmal da oder zweimal. Einmal, zweimal, keine Ahnung. Hello Spring, der sagt mir gar nichts. Aber wir haben ja hoffentlich bald mal ein bisschen Frühling auch vom Wetter her, hoffe ich mal. Auch ein sehr schöner Block. Und wenn ich den hier drauf lege, fliegt alles um. Ah ja. Ah, hier passt er noch drunter oder hier oben drauf. Ich glaube hier oben drauf, weil das ist Classic Vintage. Da, oh ja. Ja, was soll ich sagen? Wow. Den muss man erstmal ein bisschen streicheln. Sehr schön, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir noch so ein paar letzte Teilchen und zwar den Wimpel. Design Block, auch vom Action. Lege ich dich denn jetzt denn hier oben drauf? Ne, da fällt ja auch alles zueinander. Ah, du musst doch hier drunter. Es tut mir leid. Oder hier an der Seite. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, du musst ja an die Seite hirschen, mein Guter. Beißt die Maus keinen Faden ab. Dann hat sie hier so noch Mini-Origami-Faltpapier. Ich lasse mal zu, das ist noch richtig zugeklebt. Ja, das wird, ja, das einmal so und irgendwo ist noch eine andere Sache drin. Lasse ich jetzt aber mal zu. Ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse. Also ihr wollt wirklich irgendwas ganz genau noch sehen, dann schreibt es mir in die Kommentare. So, und dann habe ich hier noch Vellum oder Rub-Ons. Oder was ist das? Rub-Ons. Das fühlt sich an wie Rub-Ons oder so. Ich vermisse dich, liebe, liebe, mein Sonnenschein. Schön, dass es dich gibt. Und das Ganze nochmal in Schwarzi. Schwarz, 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 schwarz. So, ihr Lieben. Das war's. Nein, das war's erstmal aus dem Karton hier. Ich freue mich sehr. Ich danke dir, Christina, dass du mir so ein großzügiges Paket zusammengestellt hast. Wirklich vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, die Videos abzudrehen, auch wenn es gedauert hat. Ich hoffe, du hast mal kurz reingeschaut. Müssen wir noch ein Foto machen, ohne dass es hier spiegelt. Ist gar nicht mal so einfach, weil hier alles schief in Schieflage ist. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ein wunderschönes Paket, ein Träumchen zum im Papier schwimmen. Was soll ich sagen? Ne? Hier pfeift alles ab. Super, ich bin begeistert von mir und meiner selbst. Nicht? Komm, du musst jetzt aufhören, ein Foto halten hier. Mensch, Himmel, Bobs und Zwirn. So, wenigstens noch für ein Foto. Und ohne Spiegelung und halbwegs ein bisschen mit Licht, wenn es geht. Ach, so. Ich habe keine Ahnung. So, so. Naja, drehe ich mir dann zurecht. Ihr habt zuerst mal alles gesehen. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.